Ja, schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Ja, ich hatte vorhin schon ein Video geladen, vielleicht schaffe ich es ja noch, dass es heute hochgeladen wird. Das Video Road to Cristiano Ronaldo oder Messi, ich nenne es jetzt einfach mal Road to Onesi. Ja, Onesi. Onesi? Road to Onesi, genau. Ja, also wir handeln jetzt hier noch ein bisschen. Ich habe das Video aufgenommen und ich kommentiere das jetzt einfach nur noch nach, weil ich finde, das macht sie ein bisschen besser. Wie ihr seht, ich habe jetzt zum Großteil nur Brasilianer rausgesucht. Und als erstes schauen wir doch mal, ja, ich muss selber erstmal gucken. Russische Liga, genau. Stürmer Wellington. Den wollen wir nehmen zum Handeln. Wir suchen uns als erstes immer den günstigsten Sofortkaufpreis. Schauen wir mal. 8000, ja, da gibt es genug. Also schauen wir einfach weiter. 7500, ja, da gibt es auch noch genug. Wir sind aber nur noch bei einer Seite. 7000. 6700. Ja, den beobachten wir, glaube ich, erstmal. Ich rechne gerade. Macht keinen Gewinn. Wir schauen erstmal, ob wir für maximal 6400 dürfen wir ausgeben. Ja, und da laufen noch schon einige, die beobachten wir jetzt erstmal eine Weile. Die laufen ja nur ein paar Minuten. Wir haben jetzt noch nicht so viel Coins, dass wir sagen könnten, okay, wir schlagen jetzt bei allen zu. Wir müssen das Ganze ein bisschen vorsichtig angehen. Also schieben wir erstmal alle auf die Beobachtungsliste. Dann haben wir Rafinha, einmal Gustavo, habt ihr gerade gesehen. Und wir bleiben jetzt erstmal an Rafinha dran. Den stoßen wir ab, der ist so hoch. Wir bieten auf Rafinha. Passt auf, dass ihr nicht so viel von einer Karte kauft. Weil ich mache den Markt kaputt und ihr müsst länger warten. Wir schauen jetzt, dass wir Rafinha noch kriegen. Ich glaube für maximal 650. Oh, da habe ich kurz zwischendurch woanders geguckt. Ja, Rafinha haben wir bekommen für 550. Den stellen wir ein für 850. Denn ich glaube, wir haben noch ein paar laufen, um immer eine Karte günstiger anzubieten. Ja, machen wir das so, dass wir die Karten dann auch verkaufen. Wenn ihr hier manchmal Zeitsprünge seht im Video, dann ist das daran, dass ich das Video zwischendurch pausiert habe, die Aufnahme pausiert habe, um euch nicht so lange Wartezeiten zu ermöglichen, dass es gleich relativ schnell hintereinander geht. Da waren es nur 13 Sekunden. Schauen wir mal, ob wir Wellington kriegen. Da bietet einer fleißig mit. Wir wurden überboten. Wieder überboten. Maximal 6400. Ja, da steht er dann schon bei 66. Bei dem wollten wir dann nicht mehr. So, wir haben da Rafinha, wie ihr seht, dreimal. Einmal für 800 und zweimal für 850. Wir gehen wieder auf die Suche nach ein paar Spielern, die wir gebrauchen könnten. Jetzt habe ich es auf Oscar abgesehen. Der ist relativ günstig. Und wie vorhin schon einer gefragt hatte, ja, diese Informspieler, diese gehören mit zu Cristiano Ronaldo und Messi. Denn ich habe diese günstig gekauft und werde sie teuer wieder verkaufen. Das ganze Problem daran ist, es dauert meistens ein, zwei Wochen, bis diese steigen. Aber es ist eigentlich ein Teil von diesem Video mit. Hier haben wir einen für 1300, einen Oscar, den kaufen wir.
und den werden wir anbieten. Na, wir bieten aber schnell auf Wellington 5700, da werden wir wieder überboten. Wie gesagt, 6400 maximal werden wir überboten, bieten wir hier drauf. Wir werden überboten, also bieten wir da drauf. Wir versuchen jetzt diese Taktik, eine Karte vorne bieten, eine zweite hinten, etwas weiter hinter, versuchen zu ersteigern. Dann wurden wir schon wieder überboten. Es kann gut gehen, es kann auch schief gehen, dass manchmal jemand schneller ist und das genauso macht. Wir beobachten jetzt einfach weiter und hoffen, dass wir ihn bekommen. Manchmal ist es nervend auf rein, aber manchmal schlägt man auch richtig schöne Schnäppchen. Ich muss sagen, das war jetzt zur Hochzeit, das war jetzt 18 Uhr, wo ich auf diesen Spieler geboten habe. Und da ist es eigentlich relativ schwierig, einen günstigen Spieler zu bekommen. Und da haben wir Wellington bekommen für 6100, jetzt versuchen wir noch Weidenfeller zu holen, da dürfen wir maximal zu dem Zeitpunkt 2200 ausgeben. Aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich den nicht bekommen. Unser letztes Gebot. So, wir schauen nochmal schnell, wie der aktuelle Preis vom Wellington ist. Ja, 7000, 6700. Ja, und zack, war er weg. Das heißt für uns, wir können unseren für 6900 anbieten. Ist natürlich sehr gut. Wir haben Gustavo verkauft für 800. Habt ihr gesehen, der war ja schon eine Weile drin. Wir schauen wieder nach einem anderen Spieler. Das wird dann wohl wieder Oscar sein, genau. 1500. Das ist nur einer ohne Vertrag. Den möchte natürlich keiner haben. Also bieten wir maximal 1100 und hoffen, dass wir noch einen bekommen. Gustavo haben wir wieder verkauft, Oscar haben wir verkauft, Rafinha haben wir verkauft für 800. Denkt dran, ich habe gesagt, ich habe zwei teure reingestellt und ein günstiger. Wir versuchen jetzt noch Dante zu bekommen. Der aktuelle Preis war 2800 im Sofortkaufpreis. Müssen wir mal gucken.
Ja, nicht wundern, meine Aufnahme ist etwas verschoben gerade. So, Dante ist mir viel zu teuer geworden. Ich suche immer 4-1-2-2, ist eigentlich eine relativ beliebte Formation. Ich spiele wieder eine Runde durch und ein paar schieben wir auf die Beobachtungsliste. Damit ich immer ein paar Karten auf der Beobachtungsliste habe und relativ schnell handeln kann. Wir warten kurz, ob wir Carlos Eduardo kriegen. Der hat ja jetzt gewechselt. Der spielt jetzt nicht mehr bei Rubin Kazan, sondern bei Flamengo, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und da schlagen wir noch mal ein ordentliches Schnäppchen für 800. Wellington haben wir verkauft für 6.900. Relativ zügig. Carlos Eduardo, da müssen wir noch mal nachsehen, aber ich glaube, für 1.500 bieten wir den an. Ja, denn da kommt keiner. Und die anderen hatten alle 1.700 und 1.800, nee, 1.600 war der günstigste. Also haben wir unsere für 1.500 angeboten. Und der ging auch relativ schnell weg. Oscar haben wir bekommen. Leider für 1.200, aber das ist nicht schlimm. Gewinn machen wir trotzdem 200. Zwischendurch suche ich halt immer wieder mal ein paar Spieler, wenn die Zeit es mir erlaubt. Pato ist auch gewechselt, der spielt jetzt auch in der brasilianischen Liga. Aber der ist noch ein bisschen hoch zum Handeln. Dann gibt es jetzt auch Lukas, der ist zu PSG gewechselt. Aber der ist auch noch etwas zu teuer. Ich suche mir hier noch welche, die etwas länger laufen, in der Hoffnung, dass ich zwischendurch was verkaufe.
Ja, kaum habe ich es gesagt, hatten wir schon was verkauft oder wurden überboten. Wir haben eher was verkauft. Ja, der Ascanus ist Eldorado schon wieder weg. 1500. Und für 800 haben wir ihn geholt. Ja, wir haben Rafinha. Wir bieten wieder einen günstiger an. Zwei laufen noch, die teurer sind. Das läuft ganz gut. Ja, das Video geht jetzt schon eine halbe Stunde. Also es geht eine halbe Stunde. Oma Weinfüller ist dann auch schon zu teuer. Ja, ihr müsst halt wirklich immer nur gucken nach dem günstigsten Sofortkaufpreis. Rechnet eure EA-Gebühren ab von dem Preis, wie ihr ihn anbieten wollt. Halt immer ein bisschen drunter. Dann könnt ihr beim Bieten eigentlich auch nichts falsch machen. Achtet halt nur darauf, dass ihr nicht so viele Karten mit einmal auf den Tauschstapel stellt. Ich meine, da kommt immer jemand, der bietet dann eine Karte günstiger an und schon wartet ihr auf eine Karte, bis sie verkauft wird, ziemlich lange. Und so geht es eigentlich relativ schnell. Ja, wir warten jetzt nochmal. Schauen wir mal, ob Oscar noch für uns interessant wird. Das Wappen ist jetzt zu teuer. Oscar haben wir bekommen für 1200. Wir bieten einen teurer an, denn wir haben noch einen drauf. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Genau so ist es. Nebenbei habe ich mal nach Silberspieler geguckt, ob ich da was Interessantes finde. War nichts Interessantes dabei, was mich wirklich gereizt hätte. Ich habe erstmal schnell durchgeguckt. Ob irgendwas Englisches dabei ist, was irgendwie Potenzial hat. Silberspieler ist immer ein bisschen schwierig. Weil manche dann auch ziemlich teuer sind und wenn man dann ziemlich wenig Münzen hat, dann wird das Ganze schon extrem schwer.
da könnt ihr auch mal nachgucken, ob ihr da irgendwas Interessantes findet, was euch vielleicht reizen würde. Schaut halt, was ihr denkt, was euch interessieren würde. Guckt, beobachtet die Karten, für was die ungefähr rausgehen. Man könnte da eigentlich auch nichts falsch machen. Wichtig ist halt immer beobachten, beobachten, beobachten. Und immer schön mit den EA-Gebühren rechnen. Dass wir dann auf einmal miese machen tut. Jetzt habe ich mir halt doch überlegt, dass ich halt doch wieder nach Brasilianer gucke und das ist David Luiz. Für 8000 gab es keinen. Und für 8200 dann umso mehr. Für 8100 wieder keinen. Ich glaube maximal 7400. Ja, 7400 hätten wir maximal ausgeben können. Wir laufen noch alle, wir beobachten erstmal eine Runde wieder. Wie sich so der Preis entwickelt. Wir haben Dante leider verpasst. Sowas passiert mal. So, wir haben Carlos Eduardo bekommen für 1100. Wellington ist dann wieder zu teuer. Ist immer wieder der günstigste. Da hoffen wir noch, dass wir dann nachher noch mal einen günstig bekommen. Dante läuft jetzt noch 36 Sekunden. Und hoffen wir noch mal, dass den niemand vergisst. Aha. Jetzt kommen die magischen 15 Sekunden.
witzig an der Sache ist, wir bekommen ihn wirklich für 1500. Wir schauen noch mal schnell, ob der Preis eventuell gefallen ist, weil keiner drauf geboten hat. 2800. Ja, 2700 der günstigste. Können wir ihn doch glatt für 2500 anbieten. Ist natürlich sehr interessant, da bietet auch keiner drauf. Die letzte Kunden gehörte denn uns anscheinend. Und sieht auch fast so aus. Und es hat auch keiner drauf geboten. Wir bieten ihn für 2600 an. Ein günstig, ein teurer. Ja, haben wir natürlich Glück gehabt, zweimal. Wir schauen mal, ob eventuell schon das Update gekommen ist von EA. Aber nein, es gibt keine weiteren Karten. Also von daher sieht das Ganze ganz gut aus. Unser Torstapel ist schon relativ voll jetzt. Wir haben schon sehr viele Karten jetzt drauf. Hier hinten sind unsere Informkarten, die wir später erst verkaufen. Und schon haben wir Dante für 2600 verkauft und der für 2500 ist noch drin. Warum? Er hat 16 Verträge, der andere hat nur 7. Ja, soll uns nicht stören. Hauptsache es verkauft. Oscar haben wir verkauft für 1500. Das hat auch einmal frei wieder geklappt. Wir machen wieder einen Zeitsprung. Rafinha für 850 ist verkauft. Obwohl er noch einmal für 800 drauf ist. Dante haben wir bekommen wieder für 1500, wieder ein Schnäppchen. Dante wieder verkauft für 2500, das geht relativ schnell. Ich habe dann mal nach belgischen Spielern gesucht, Everton zum Beispiel, was Fellaini kostet. Der günstigste liegt bei 8200. Immer wieder dasselbe Spiel. Preis ausrechnen, schauen, was ihr ausgeben könnt. So, dann haben wir wieder was verkauft. Dante 2500, Oscar für 1500, Rafinha für 800. Ja, das sieht doch gut aus. Und dann habe ich schon einen Silberspieler rausgesucht, das ist Wagner. Shaqiri haben wir bekommen für 900, bieten wir 1200 an. Wagner läuft noch. Und schon ist Shaqiri weg. Das war innerhalb von ein paar Minuten. Ich hatte gerade Pause gedrückt und wieder aufgenommen. Carlos Eduardo läuft noch. Wir haben Rafinha verkauft für 750. Carlos Eduardo musste ich wieder einstellen.
wir haben Wagner bekommen für 8000, bieten ihn für 8900 an. Ja, und dann endet das Video auch gleich wieder. Wir schauen noch mal schnell, was Wagner kostet aktuell, der günstigste. Und ich glaube, das waren 9100. Ja, ohne Vertrag 9100. In einer schlechten Position, Formation. Wir bieten ihn an. Und hoffen, dass wir ihn verkaufen. So, wir sind wieder zurück mit genau mit unserem Verkauf Wagner. Ich musste mit dem Preis leider etwas runtergehen. 8700, das heißt, wir haben nur noch 265 Gewinn gemacht. Aber egal, Gewinn ist Gewinn. Eduardo läuft auch noch. Ich möchte auch gerade keiner haben. Ja, ich habe gerade auf der Xbox getradet und ich logge mich mal kurz auf der PS3 aus und melde mich mal kurz auf der Xbox an. So, da sind wir jetzt auf der Xbox. Und wie ihr seht, habe ich hier 760.000, bla 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 bla. Und naja, ist egal. was habe ich gerade gemacht? Ja, ich habe mich auf der Xbox von eingeloggt gehabt. Und da habe ich, weil ja jetzt gerade dieser Afrika Cup ist, Dumbia gesucht als Stürmer und da war vorhin der günstigste. Ja, vorhin war er bei 2500, aber selbst mit 2000 macht ihr noch Gewinn. Habe ich Dumbia gekauft, aber nicht in der Formation, nicht in 352, sondern ihr seht, ihr kriegt ihn hier für 950. Wir werden den mal kaufen, werden es noch mal probieren und dann werde ich das Ganze mal in der PS3 Version probieren. Ich schiebe den kurz in die aktive Mannschaft und jetzt suchen wir uns eine Formationskarte in der 352, wo wir maximal 500, aber habe ich sogar noch eine. Ich gucke mal kurz. Nein, ich habe keine mehr. Ja, wo wir maximal 500 bezahlen. Das kann jetzt einen kleinen Moment dauern. Ich werde das kurz unterbrechen. Ich melde mich gleich zurück. So, ich habe jetzt zwei Formationskarten bekommen. Ja, für 550 und 500, das ist okay. So, dann werden wir Dumbia mal anbieten. Ich habe gerade noch mal geguckt, steht immer noch für 2000 drin. Auf den Tauschstapel. Gut, Dumbia haben wir geholt für 950 und diese Formationskarte für 550. Das heißt also, wir haben jetzt 1500 für den ausgegeben insgesamt. Und ja, stellen wir einfach mal für 1,9 und 2000 rein für eine Stunde. So, wenige Sekunden sind vergangen. Dumbia ist verkauft. Da hat einer doch tatsächlich Dumbia für 1500 in der Formation reingestellt. Wir stellen ihn direkt wieder rein. Und zwar für 1,9 und 2000. Dann habe ich noch ein Dumbia gekauft für 900, die Formation 500. Wir haben nur 1,4 ausgegeben für ihn. Wir stellen ihn auch wieder rein für 1,9 und 1,9 und 2000. Und dann melde ich mich wieder, sobald die sich verkauft haben. So, einen Dumbia haben wir schon verkauft. Der andere läuft noch.
Ja, ich denke mal, der wird sich alleine verkaufen. Und ja, ich würde sagen, ich wechsle jetzt das Profil und dann probieren wir das Ganze mal auf der PS3, wie es da aussieht, werden wir gleich sehen. So, da sind wir wieder. Ich habe einmal Dumbia geholt, den habe ich für 1000 gekauft, damit ihr es seht, 1000. Dann schieben wir schnell in die aktive Mannschaft. Die Beobachtungsliste haben wir noch eine Formationskarte, die habe ich für 400 bekommen. Die schieben wir zum Verein. Dann wenden wir das direkt mal an. Dumbia, Verbrauchsobjekt. Da ist er. So, Verträge, Fitness, alles normal. Packen wir auf den Tauschstapel und dann schauen wir mal kurz, was Dumbia kostet in der Formation. 11 Elfenbeinküste, Russland, Sturm, ZSK Moskau. Geben wir doch einfach mal 3000 ein. Da kommt doch schon einer für 2900 mit einem Vertrag. Ist ja schon mal witzig. Wir haben weniger ausgegeben und können ihn für mehr verkaufen. Ich würde sagen, 2500 ist okay. Wir bieten ihn an. Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob wir Dumbia verkaufen. Ja, das war nun wieder ein Trick, wie ihr handeln könnt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Mr. Futo. Nochmal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Mr. Futo TV zu Road to Ronessi.